Bitte was? So, hallo, willkommen zurück. Let's play Minecraft. Ja, wir sind in der Höhle, haben wir aufgehört. Wir wollten ja ein wenig weiter looten und leveln. Denn. Was macht die Fledermaus denn hier? So, wir müssen ja so ein bisschen hier ums Überleben kämpfen. Oh, ich höre schon wieder irgendwas. Irgendwas habe ich gehört, ich weiß nicht was. Ich höre nicht nur das Wasser, ich höre auch viel, viel mehr. Und hier unten ist der Raum, wo der hergekommen ist, ne? Wow, ein Creeper. Der kommt da einfach mal angewackelt. Wow. Okay, Gott sei Dank. Wir müssen ja theoretischerweise, müssen wir ja auch weiter. Ich versuche jetzt erstmal hier oben die Sachen zu. Huch. Mache erstmal die Sachen zu. So. Dass wir da oben dran kommen, werde ich mir erstmal hier so eine kleine Bridge bauen. So. Zack. Zack. Oben war ja auch noch Eisenerz gewesen unter der Decke. So, das hat er aufgesammelt. Da oben unter der Decke ist noch Eisenerz. Da müssen wir auch irgendwie hinkommen. Wenn wir uns mal hier so eine kleine Brücke bauen. Huch, hallo. Ich weiß, Kies ist natürlich jetzt nicht gerade dafür geeignet, sich so ein paar Stufen zu bauen, aber immer. Ich höre den Bogenschützen, ich höre das Skelett, aber ich sehe es nicht. Da oben ist auch noch Eisenerz, sehe ich gerade. Aber erstmal, wie gesagt, die Brücke. Da müssen wir irgendwie hin. Wenn wir schon die Möglichkeit haben, hier die hier abzubauen und dran zu bauen, dann können wir das natürlich auch tun. Mit Steinen und Blöcken, hast du nicht gesehen? Haben wir ja genug von. Ich glaube, ich höre den Hexer. Bin mir aber nicht sicher. Oder spawnen die random. Es kann natürlich auch sein, dass sie random spawnen. Huch, hallo. Hallo? Komme ich da schon dran? Geil, ich komme da schon dran. Ist natürlich super. Die Frage ist nur, wo fällt das hin? Ja, super. Ganz toll. Das ist ja mega. Super, mega klasse. Ich bin mal so ein bisschen gierig jetzt gerade. Und geh mal hier unten. Okay. Ich trau mich nicht. Ich bin Feigling. Ich trau mich nicht. Ich trau mich nicht. Da oben war ja auch noch Eisenerz bei dem Wasser, ne? Okay, dann können wir noch ein bisschen. Wenn wir eh schon hier wieder die Steine wieder mitnehmen. Dann können wir auch, eigentlich. Können wir das wieder mitnehmen und dann können wir dann da oben. Was? Was? Uah, Enderman! 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 Wie kommt der hin? Hallo, hier ist doch hell genug. Enderman? Ist der noch da? Ich weiß es nicht. Enderman! Are you there? Schnitzel essen. Und dabei rülpsen. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Hallo? Wie kommt der auf einmal hier hin? Der war doch noch nie hier unten. Ich sehe ihn auf jeden Fall nicht. Ich traue mich mal. Hallo? Hallo? Warum steht der da? Was macht der da? Was macht der da? Steht der da noch? Was macht der da? Was macht der da? Und wieso hat der da so ein Block da inne? Was macht der da? Hey, du bist so hässlich! Geh weg! Geh weg! Geh weg, du stinkst! Geh weg! Geh weg, du stinkst! Geh weg, du stinkst!
Was? Wer? Wo? Ich glaube, hinter ist irgendwas. Ich baue mir so lange Kohle ab. Der Enderman, der wird ja schon irgendwann mal wieder weggehen. Das ist... Ich glaube, der geht irgendwann weg. Das, ja. Hey, ich sehe eine Menge Kohle. Kohle, 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 Kohle. Jede Menge Kohle. So. So, Kohle, 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 Kohle. Was war das für ein Geräusch? Ist da oben die Höhle? Ja, hier ist die Höhle. Da ist auch ein Creeper. Da lassen wir die Höhle nämlich dann zu. Jetzt muss ich doch nochmal gucken, ob der Enderman noch da ist. Ey, das gibt's doch gar nicht. Das ist doch... Ist der noch da? Oh Mann, der soll weggehen. Kann man den nicht vermöbeln? Ich vermöbel den jetzt einfach mal. Ich verhau den jetzt. Ich versuche den mal zu verhauen. Ich weiß nicht, ob es klappt. Wenn wir draufgehen, dann... Der soll uns nicht angucken. Ich will den hinterrücks erledigen. So, jetzt. Komm her, Enderman! Wir haben Enderman erledigt. Wunderbar. So. Dann können wir jetzt hier weiter nach oben. Wir wollten nämlich hier nach oben. Ganz in Ruhe. Jetzt wieder entspannt. Kein Hexer hier. Kein Enderman. Erst der Hexer, dann der Enderman. Was ist denn hier los? Meine Güte, gibt's doch nicht. So, ich werde mir hier dann so langsam die Treppe mal hinzimmern. Die kann mal weg, die Fackel. Da werden wir mal eine Fackel hier hinsetzen. Was? Wer? Wo? Ich habe Schritte gehört. Keine Ahnung warum. Uah, das war doof. Das war dumm. Ich brauche nochmal irgendwie ein paar Steine hier. So, das war gerade echt doof. Mal hier ein, da ein hin, dort ein hin. Da hin. Dann machen wir mal ein bisschen Kies hier hin, mal Kies dahin, 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 dahin. So, Moment, just a moment. Die Treppe soll ja wenn dann ordentlich sein, ich soll ja 0815. Wie gesagt, ich bin halt voll so ein ordentlichen. Ich mache immer alles perfekt, das ist so angeboren bei mir. Ich bin auch gerne, ich freue mich auch, wie gesagt, immer wieder gerne über eure Kommentare. Da waren viele geile dabei, die ich jetzt schon wieder vergessen habe. Das ist aber nicht böse gemeint, sondern erstmal vielen, vielen Dank für die, drunter geschrieben haben. Hey, mach das mal so, das ist super. Das ist echt super von euch, dass ihr da ja den Spaß mit mir teilt, dass ihr dabei seid. Und ich habe auch im 24-Stunden-Stream, hatte ich auch gesagt gehabt, dass ich auch mal wieder Minecraft streamen werde, definitiv. Das kam ja auch eigentlich auch relativ gut an bei euch. So, jetzt werde ich mal versuchen, das Wasser zu blockieren. So, Ende. Ich glaube, da hat gerade mein Handy gebimmelt im Hintergrund, falls ihr es gehört habt. Ich weiß es nicht. Hey, da ist Eisenerz. Achso, hier vorne war ja auch irgendwo Eisenerz, ne? Das habe ich doch. Da ist es, da, sehr schön. Darum sind wir hier. Wir gehen auf die Suche nach Eisenerz, jede Menge. So. Sehr schön. Und dafür ist uns kein Weg zu weit. So, können wir nochmal hier ein bisschen die, den Weg pflastern, damit wir wissen, aha, da geht's weiter. Oh, da ist böse. Da ist böse, wenn wir dann einen falschen Schritt machen. Da würde ich sagen, machen wir mal hier vorsichtshalber mal zu. So, dann wissen wir, ah, hier geht's runter. Sehr schön. Hier haben wir nur ausgebaut. Wie viel haben wir denn jetzt insgesamt? 19 Blöcke Eisenerz. Da geht aber noch mehr, würde ich sagen. Ich würde sagen, da geht noch viel, viel mehr. Das,
Die Erde packen wir mal weg. So, ich bin noch ein bisschen... Ihr hört ja wahrscheinlich im Hintergrund immer die Knöpfe von mir, wie ich da drauf hämmere. Das ist leider so ein... Ja, nicht ein Phänomen bei Let's Playern, aber das ist nun mal so, dass das da drin in der Aufnahme. Das kann man ja leider nicht rausschneiden. Das nächste, was ich mir wahrscheinlich zulegen werde, ist auf jeden Fall eine Capture-Karte und ein Mikrofonfuß, also so ein Standfuß, wo ich dann halt, also so ein Ständer, wo ich dann halt, ich glaube, es ist draußen am Regnen, soweit ich das richtig höre. So, dass ich das Mikrofon quasi so ins Bild reinragen kann, dass ich da ein bisschen besser dran bin und nicht so problematisch das, oder nicht problematisch, sondern nicht so unprofessionell das hier so stehen habe. Ich meine, ich hab's. Ja, was ist professionell? Ich sag mal, ich hab's hier auf so zwei Bücher stehen und so direkt hier vor meinem Mund, hier direkt hier vorne vor. Und, aber es ist so ein bisschen, ja, nicht so ganz bequem, weil wenn das wirklich das Mikrofon so reinragt, so, es war eine komische Darbietung, wie ich das jetzt gemacht habe. Dann kann man sich doch ein bisschen mehr so nach hinten lehnen, ein bisschen entspannen und nicht so nach vorne gelehnt. Dadurch, dass ich einen dicken Bauch habe, komme ich ja immer an die Tischkante dran. Ja, so. Hallo, hier ist wieder euer Frank. Frankie. So. Ich glaube, wir kommen hier wieder nach draußen, wenn ich das richtig höre. Bin mir da aber nicht ganz sicher. Und ich muss die Augen offen halten nach Eisenerz. Weil sonst... Es hört sich echt an, als ob über uns... Ja, über uns ist, glaube ich, die Decke. Ja, hier geht's, glaube ich, raus, wenn ich das richtig höre. Kann das sein? Kann das sein, dass da rausgeht? Ja. Hey, Licht! Huhu, am Ende des Tunnels. Moment. Haben wir gleich. Dann wächst hier mal was. Dann wachsen hier mal Bäume. Dann haben wir hier so ein kleines Loch. Dann kann man hier... Hey, Zivilisation! Ich würde gerne mal wissen, wo wir da... Wo kommen wir denn da raus? Das würde mich jetzt mal interessieren. Ich hoffe, euch interessiert das auch. Ich werde mir da jetzt mal... Ich werde mich da jetzt mal nach oben graben. Beziehungsweise werde ich mir jetzt mal so ein kleines Podest hier bauen, dass ich da mal rausschauen kann. Hey, da ist schon grün gewachsen. Habt ihr gesehen? Das ist sofort... Da ist sofort Wiese gewesen. Ich frage mich echt, wo wir rauskommen. Okay, schauen wir mal. Das wollte ich gar nicht. Ja, jetzt ist natürlich auch die Schaufel kaputt gegangen, aber wir haben ja Gott sei Dank haben wir ja noch ein wenig Schaufeln da. Jetzt hört es auch noch auf zu... Okay. Eieieiei. So weit weg sind wir schon. Also so ein bisschen vom eigentlichen Hauptdorf. So. Gut, haben wir das auch gesehen? Würde ich sagen, können wir hier eigentlich die Fackeln wieder mitnehmen. Was wir haben, haben wir. So, weil die brauchen wir ja quasi eigentlich hier gar nicht. Wir wissen zwar, dass da so ein Ausgang ist, vorsichtshalber, falls wir mal in Not sein sollten, was ich stark bezweifeln werde. Aber dann wissen wir, dass wir hier oben halt nochmal einen Notausgang haben. So, die Frage ist jetzt, wo gehen wir weiter? Gehen wir erstmal hier gucken, bei dem Wasser, wo wir da hinkommen? Bevor wir da nach unten... Weil hier geht's auch nach unten. Ja. Ich würde sagen, das mit dem Wasser, das lassen wir erstmal. Ich weiß, da war zwar... Was? Wo? Ja. Hey, du kleiner Furz! Oh, ist der niedlich. Oh, wie süß, guck mal. Aua! Der kleine Furz. So, ich würde sagen, wir werden... Das ist doch die Wasserstelle hier, oder? Können wir nicht hier durch? Gehen wir mal hier durch. Ich glaube, wir können nämlich auch hier durchgehen. Das ist, glaube ich, viel einfacher. Und dann kommen wir nämlich auch da... Und dann kommen wir nämlich... Huch!
Kommen wir nämlich auch da hinten lang. Und da hinten, da geht's tief. Uah, da geht's tief runter. Da ist Eisenerz, da oben ist auch Eisenerz. Alter, was ist das denn? Geil. Was wir alles hier entdecken, ist ja unglaublich. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass wir gleich wieder Besuch bekommen. Ich weiß zwar noch nicht von wem, aber naja, gut. Wir müssen auch noch die Burg besuchen. Da müsst ihr mich unbedingt dran erinnern, falls ich das vergessen sollte. Ich lasse das Wasser hier... Ah, Moment. Das kenne ich irgendwoher. Wo war das denn nochmal? Ah, da oben ist die andere Höhle, ne? Stimmt. Jetzt sind wir wieder in diesem... Ah, wo hier so viel Eisenerz war. Jetzt weiß ich, wo wir sind. Tatsache. Ja, ich entsinne mich, als wäre es gestern gewesen. Ich entsinne mich, als ob es gestern gewesen wäre. Denn da oben haben wir nämlich mal reingeguckt in irgendeiner Folge. Ich weiß gar nicht mehr, wann das war. Du entsinnst dich bestimmt auch noch, ne? Ich weiß ganz genau, wann das war. Hey, Eisenerz. Sehr schön. So. Oh, das wäre jetzt aber beinahe in die Hose gegangen, wenn ich da runtergesprungen wäre. Natürlich bauen wir Kohle ab. Wenn wir Kohle haben, finden, dann haben wir. Was wir haben, haben wir. Vielleicht werde ich auch, ich hatte ja mal angesprochen gehabt, vielleicht werde ich auch in der, Moment, ich muss mal eben kurz auf den Bildschirm schauen, was der Bildschirm gerade sagt. Ich wollte ja nämlich Minecraft auch wieder streamen. Und ich bin überlegen, ob ich dann die Let's Play Welt, diese hier nehme. Oder obwohl, wir könnten ja eigentlich auch eine neue dann anfangen. Einen neuen Überlebensmodus. Oder wie machen wir das? Oder machen wir das in meinem Wechsel? Mal Let's Play, mal Stream? Weiß ich nicht. Müssen wir mal gucken. Könnt ihr mal drunter schreiben unter diesem Video, was ihr besser findet. Da oben ist nochmal Eisenerz. Ob ihr besser findet, wenn man dann einfach sagt, pass auf, mach eine Welt im Let's Play und mach eine... Und mach halt eine für, für den Stream. So, jetzt werde ich mal gucken, dass ich hier mal mit den Steinen, die ich habe, mir eine Treppe da hochbaue. So, da. Zack. Dahin. Nochmal. Nein, das war doof. Das war echt blöd. Ja, aber ich glaube hier. Hier waren wir auch noch nicht gewesen, ne? Na gut, aber so weit weg vom Dorf sind wir gar nicht. Also von unserer eigenen Heimat. Das heißt, wir könnten uns eigentlich gar nicht verlaufen. Wir brauchen nur nach oben graben. Das ist super. Ich schau mal hier, ob hier noch irgendwo Eisenerz drumrum liegt. Kann ja sein, dass hier irgendwas. Drum liegt irgendwo und die Steine können wir ja gut gebrauchen. Also um Steinen mangelt uns es nicht. Also das ist ja super. Und jetzt haben wir natürlich, ach doch, eine Spitzhacke haben wir noch. Also wenn wir irgendwas Neues bauen sollten, wir müssen ja unser Haus auch noch ein bisschen weiter bauen, müssen wir natürlich ein wenig Steine bräuchten wir auch. Ich gehe jetzt erstmal hier lang, um mal zu gucken, wo wir hinkommen. So, hier haben wir einen Stein, den ich mal mitnehme. Der ist... Ich gucke mal eben. Schauen wir mal. Zack. Wir haben jetzt schon seit... Oh, ich sollte mal was essen. Fällt mir jetzt gerade erst auf. Ah, super. Das hat geholfen. Ich frage mich, wo wir hinkommen. Oder gehen wir im Kreis? Kann das sein? So. Nehmen wir die Steine hier weg. Also, wenn wir im Kreis laufen, nehme ich die Fackel wieder mit. Das ist besser. Weil dann braucht die unnütze Fackel da nicht rumstehen. Sieht förmlich danach aus, als wäre hier ein Kreisweg. Ein Kreisweg, auch ein super Deutsch. Sascha, Kreisweg, ja, ganz toll, Flex, ja, Kreisweg. Ist auch so ein Kreisweg, sieht schon aus wie so ein Kreisweg. Du Kreisweg, du. Ab jetzt, du alten Kreisweg, du. Mein Gott, jetzt beschimpfe ich dich mal, du alten Kreisweg. Ach, hier geht's gar nicht weiter, oder wie? Haben wir noch eine Axt vorsichtshalber? Ja, haben wir noch. Okay, also ist hier quasi nicht viel drin.
Das lohnt sich also gar nicht. Da oben ist nochmal Kohle. Jetzt werde ich mal hier rüber fitschen. Zack, zack, zack. Ja, hier sind wir nämlich quasi wieder am Ausgang. Also knüpft das quasi genau an. Also können wir quasi einmal im Kreis da auch laufen. Die Frage ist, wo kommen wir hier unten hin? Hier waren wir auch noch nicht, ne? Wie geht's überhaupt weiter? Ich weiß es gar nicht. Gott sprach, es werde Licht, doch er fand den Schalter nicht. Bitte was? Ich würde sagen, ich würde sagen, was er uns zu sagen hat, seht ihr in einer weiteren Folge Let's Play Minecraft. Und dann schaltet ihr auch wieder fleißig ein, denn, oh mein Gott, der guckt schon so böse. Also, bis demnächst. Tschüss.